Bitte scharf stellen. So, ein Video von mir, ein neues, über eine unbekannte Platine. Es ist ja so, dass Simon und ich uns ab und zu Sachen schicken und er hat mir die Platinen geschickt, die ihr im letzten Video gesehen habt. Das wohl irgendwie verkehrt rum war, das Video. Ja, also ich sehe es jetzt zumindest dieses Video hier richtig rum. Das ist richtig rum, das Video. Und er hat mir auch diese Platine geschickt. Und die hat er selber gemacht mit seiner CNC-Fräse. Und ist recht ordentlich und so. Hat auch die Schrauben und alles. Aber was ich an der Platine vermisse, ist eigentlich eine Bezeichnung, was das eigentlich ist. Ja, wir haben hier drei Knöpfchen, wir haben ein Display. Hier oben ist wohl der Stromanschluss. Hier ist noch irgendwas zum Anstecken. Aber keine Beschreibung oder ich habe die Beschreibung nicht gefunden, was die Platine macht. Also muss ich meinen Elektronik-Detektivsinn quasi einschalten und dann sind schon ein paar sehr verdächtige Sachen drauf, bevor ich hier Strom anstecke. Das erste ist schon mal diese Spule hier. 100 Mikrohenry und 47 sind zusammen 147 Mikrohenry. Das nächste war das Quarz hier, aber das Quarz kann sein, dass es für den Mikrocontroller ist, kann sein, dass es für diesen IC ist, aber den habe ich jetzt, tue ich mal tatsächlich noch nicht gesehen. Dann fällt mir noch auf, dass hier ein Teil ist mit zwei Anschlüssen bloß. Sieht aus wie ein Transistor, hat aber bloß zwei Anschlüsse. Und wenn ich die Leiterbahn hier verfolge, ja, geht es zu dem Kondensator, das sind 220p, und geht hier rüber zu dem Transistor. Aha, das ist dieses Teil und der Kondensator sind parallel zu der Spule. Es wird immer verdächtiger. Natürlich weiß ich schon längst, dass es irgendwas mit Funk zu tun hat, denn ich weiß ja aufgrund meiner langjährigen Elektronikerfahrung, dass ein LM7001 ein PLL-IC ist. Und wenn ich jetzt kombiniere Spulen, die von der Schwingfrequenz irgendwo im Mittwellenband sein könnten, plus PLL-IC, wird es wahrscheinlich irgendein PLL-Sender oder ein PLL-Empfänger sein. Da könnte ja sein, dass über diese Spulen hier, dass die wie eine Ferritantenne genutzt werden und hier ist dann der Audioausgang. Aber gut, habe ich mir jetzt eher nicht gedacht. Dann habe ich mir dann was Einfaches gemacht. Hier habe ich erstmal hingeschaut. Ah, da steht drauf 7805, das sind 5 Volt Regler. Das wird also irgendwas sein, was wahrscheinlich 9 bis 12 Volt braucht. Hier ist der Stromanschluss, hier ist Ein- oder Ausgang. Also habe ich einfach mal Klemmen genommen, habe mal 10 Volt eingestellt, die goldene Mitte. Ja gut, es ist technisch nicht ganz die goldene Mitte. Dann habe ich mal angeklemmt, hier ist nämlich Masse. So, dieses Mal bitte ohne Rauchen. Die schwarze Klemme ist mittlerweile kaputt. Die, wo gekokelt hat, aber das habe ich ja nicht, das habt ihr ja nicht gesehen im Video. Gut, wir stecken mal Strom an, dann sagt dieses Teil, aha, ein PLL-Oszillator. So, okay. Hier die Knöpfchen. S ist wahrscheinlich Step. Aha, 50, 5, 10 und 50. Warum 5? Normal wäre 9, weil es gibt ja das Raster. In Europa ist es 9 Kilohertz, also alle 9 Kilohertz zum Beispiel 999, 1008 und so weiter. In Amerika ist es 10 Kilohertz, da ist auch die Bandbreite höher. Der wäre es dann wirklich 1000, 1010, 1020. So, was machen die anderen Knöpfchen? Aha, das ist Frequenz nach unten und das ist Frequenz nach oben. So, jetzt gehe ich mal davon aus, wenn das ein PLL-Oszillator ist, dass hier der Ausgang ist. Und da spare ich uns jetzt mal ein bisschen Schauspiel und habe einfach mal das Ganze nachgezeichnet, was da drinnen ist und also quasi ein Teil ab der Spule und diesen Transistor. Wir haben hier einen einfachen Colpitz-Oszillator, der auf einen Transistor geht und das ist dann der HF-Ausgang. Das ist die ganze, in Anführungszeichen, HF-Schaltung. Natürlich ist da viel mehr da, aber das ist ja PLL, Mikrocontroller und das ist noch ein Dual-OPV, der, glaube ich, zur Spannungsverstärkung genutzt wird, um hier für eine Steuerspannung für die Kapazitätsdiode bereitzustellen. So, ich habe dann den Simon mal angeschrieben und habe gesagt, du, wie schaut es denn aus? Ich habe da keinen Modulationseingang gefunden und da hat er dann so bist sowas geschrieben, so ja, so Modulation, ja, wäre schon cool, aber war wohl irgendwie nicht drin. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Experimente der Simon gemacht hat und was er gemacht hat, aber ich vermute mal, dass er versucht hat, falls er das vorher auf dem Steckboard aufgebaut hat, irgendwie diese Stufe hier zu modulieren. Vielleicht hat er zwischen hier und hier noch einen Transistor eingebaut oder er hat versucht, es an der Basis zu modulieren und da hat er wahrscheinlich einen Effekt, den ich euch gleich vorführe, bekommen. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme jetzt hier eine Drossel. Eine Hochfrequenzdrossel, die mache ich hier am Basis hin, dann blockt die mir schon mal die Hochfrequenz, die vom Oszillator kommt, von meiner potenziellen Audioquelle ab. Ich habe hier meine Audioquelle, ja, da muss ja der Retro Walkman, und natürlich noch einen Kondensator. Also haben wir jetzt hier Drossel, Kondensator, Audioquelle und speise hier Musik ein, dadurch müsste ich eine Amplitudenmodulation bekommen. Natürlich, dieser 100K hier müsste im Idealfall angepasst werden durch ein Potty, dass wir genau den richtigen Arbeitspunkt finden, aber um überhaupt mal irgendwas zu hören, sollte es wahrscheinlich ausreichen. Gut, ich baue das mal auf und dann schauen wir mal, was passiert. So, scharf gestellt und aufgebaut. Hier ist jetzt der Basisanschluss, zum Glück komme ich da gut ran. Habe ich Glück, dass Basis ist hier oben an dem Widerstand, hier ist jetzt meine Drossel und hier ist noch der Kondensator. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Das Ganze geht zu meinem Walkman. Dann habe ich hier die weiße Klemme, habe ich an den Ausgang angeschlossen. Der Radio ist schon hier
eingestellt auf die Frequenz, auf den 1 MHz. Und dann würde ich sagen, drücke ich mal Play. Und muss natürlich auch die Lautstärke aufdrehen. Aha, ich höre was. Aber es hört sich ein bisschen an wie Frequenzmodulation. Machen wir mal lauter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, was passiert denn da? Aha, da passiert Folgendes. Wir speisen also hier unser Audiosignal ein. Das kann auch hier oben sein. Und das Audiosignal kommt auf Basis. Und wir wissen ja, dass im Transistor eine Diode drin ist. Und diese Diode hat so ein bisschen den Kapazitätsdiodeneffekt. Da der Transistor hier an einem Schwingkreis angeschlossen ist, verstellt mir die Modulation die Frequenz von dem Oszillator. Wir hätten also quasi FM. Natürlich sagt die PLL hier, Achtung, die Frequenz muss stabil bleiben und gleicht es wieder aus. Und umso lauter ich mache am Walkman, umso mehr ist dieser Effekt eben da und dieses Krrrr, was man gehört hat, ist die PLL, die ganz schnell die Frequenz eben nach oben oder nach unten wieder ausgleicht, dass wir genau auf den 1000 kHz sind. Wir müssen es also irgendwie schaffen, die Hochfrequenz von diesem Teil hier wegzubekommen, von der PLL und irgendwie damit eine Amplitudenmodulation zu machen, die nicht auf die PLL zurückwirkt, sonst auf den Oszillator. Sonst haben wir diesen Effekt. Und es ist jetzt egal, ob ich jetzt zwischen Basis und Masse hier das einspeise oder den Widerstand hier anpasse oder ob ich jetzt hier oben einen Transistor reinmachen würde oder das auftrennen würde und irgendwie modulieren würde. Der Effekt ist wahrscheinlich das, was Simon, falls er versucht hat, Modulation drauf zu bekommen, vermutlich hatte. Jetzt zeige ich euch eine einfache Lösung des Problems. So, das Ganze ist jetzt aufgebaut. Es brummt ein bisschen, weil ich das Ganze über einen Schaltnetzteil betreibe und es keine ordentliche Erdung hat. Aber ich habe jetzt eine kleine Zusatzplatine gemacht. Ihr seht, hier sind nicht sonderlich viele Teile drauf. Ein Transistor, eine Diode, nochmal ein Transistor-Potty, ein paar Teile halt. Hier ist der Audioeingang, ich gehe über den Kondensator und gehe zu dem Walkman. So, jetzt drücke ich mal Play. Ja, wie gesagt, eine ungefähr 17 Jahre alte Aufnahme. Früher gab es noch Techno auf UKW. Ja gut, gibt es heute teilweise immer noch, aber der Sender, der das früher gebracht hat, ist jetzt, naja, nicht mehr so mit Techno. Okay, trotzdem, Techno war cool, oder ist cool, höre ich gerne. Gehen wir einfach zum Schaltplan weiter. Was ich gemacht habe, dieses RF ist jetzt quasi dieser Stecker an der Platine und der geht hier auf einen Transistor in Klasse C. Das ist schon mal mein erster Trick. Denn wenn man irgendwie diesen Effekt hier verringern möchte von der Kapazitätsdiode oder eine Stufe haben möchte, die an sich schon relativ gut buffert, dann nimmt man entweder eine Kollektorschaltung, die hat nämlich einen hohen Eingangswiderstand und einen niedrigen Ausgangswiderstand, oder man nimmt eine Klasse C-Schaltung. Natürlich erkauft man sich mit der Klasse C-Schaltung andere Nachteile wie Schwingneigung in höheren Leistungsbereichen, aber für so Kleinleistungssachen ist das eine gute Lösung. Und hier ist so ungefähr der billigste sich vorstellbare Modulator. Wir haben hier zwei Widerstände. In der Mitte greife ich die Spannung ab, gehe auf den Transistor. Hier habe ich einen 68K, das war einfach irgendein Widerstand, da kann auch 10K rein oder 100K, was halt in der Bastelkiste ist. Und hier ein Potty, was auch recht unkritisch ist, mit dem ich eben zwischen Plus und Minus den Arbeitspunkt einstellen kann. Und wenn ich den Arbeitspunkt richtig treffe, dann habe ich hier eine gute Modulation und die Modulation wird hier noch über 100 NF am Basis eingespeist und die Sache funktioniert. Hier ist der Antennenausgang, das ist diese weiße Klemme, die geht jetzt wieder zum Radio und das Ganze hat jetzt aber immer noch... Ja, es funktioniert. Es wäre ein guter Modulator, ein guter Mikrosender, wenn man so möchte. Aber es hat so gut wie gar keine Leistung. Zum einen fehlt hier die Antennenanpassung. Ich habe hier eine sehr niedrige Frequenz, ein sehr kurzes Kabel. Das Kabel ist hoch ohmig, die Stufe ist eher nieder ohmig. Da kann nicht viel bei rumkommen. Und zudem haben wir hier so gut wie kaum Sendeleistung an der eigentlichen Endstufe. Wenn ich ein Radio einen Meter von der Antenne weghalte, geht da nichts mehr her. Ist außer Reichweite, rauscht bloß noch. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen weiter senden. Und das ist das, wo man sich wieder neue Probleme einfängt. Wenn man nämlich jetzt hierher geht und das Ganze auf eine gewisse Leistung verstärkt, ich verstärke das jetzt mal vielleicht auf 15 oder 20 Milliwatt, dann kommen schon wieder Probleme dazu, die es zu beseitigen gilt. Ich werde jetzt am Ausgang dieser Endstufe noch eine kleine Linear-Endstufe, auch bekannt als Heizung, also Electronic Insider, eine Heizung-Endstufe werde ich jetzt noch dazu schalten, die mir dieses Signal auf ca. 15 bis 20 Milliwatt, alles nur Schätzwerte, keine Ahnung, ich habe es nicht gemessen, jedenfalls wird es verstärken und dann schauen wir mal was nach. Okay, bis gleich. So, ich habe jetzt noch nicht mal eine Antenne dran. Hier ist jetzt die Endstufe. Nur die Spule sendet mir hier schon rüber in den Radio. Nochmal Play. Also ihr hört schon, es funktioniert.
Stört natürlich ein bisschen vom Tablet die Funkstörungen, aber ihr seht schon, allein die Spule hier sendet jetzt hier über diese Distanz. Wir haben also wesentlich mehr Leistung als vorher. Gut, dann geht's mal weiter. Ich nutze hier die Teleskopantenne von dem Radio. Das wird jetzt mal meine Sendeantenne. Um die Antenne anzupassen, nutze ich einen PI-Filter. Ein PI-Filter Schrägstrich Antennentuner macht Folgendes. Wir gehen hier mit einer kleinen Spannung rein und durch diese Spule und diesen Kondensator entsteht ein Schwingkreis und hier ist eine hohe Spannung. Zum Beispiel hier 10 Volt, gehe ich rein und habe an der Antenne dann 100 Volt. Da ich eine kleine Antenne habe, ist die sehr hoch um mich und wenn ich da 10 Volt drauf gebe, sendet die eher nicht so. Wenn ich aber 100 Volt drauf gebe, sendet die ein bisschen besser. Okay, dann baue ich den PI-Filter mal auf. Und der PI-Filter aufgebaut. So, ihr seht schon, hier ist die Konstruktion. Und der ist jetzt nicht abgeglichen, der PI-Filter. Das heißt, der Kondensator hier, wo ist er denn? Der Kondensator hier und die Spule bilden noch keinen Schwingkreis. Ihr hört auch, dass es rauscht. Und jetzt mache ich mal wieder Play am Radio, am Kassettenspieler. Und dann drehe ich mal am Drehkund gleich den PI-Filter mal ab. Hier ist Resonanz. Oh. Man hört auch, wenn ich an die Antenne entlang, wie die PLL nachregelt. Was ist jetzt passiert? Nun, jetzt haben wir hier eine Resonanz, das heißt, wir haben eine hohe Spannung in der Antenne, also hohe Spannung ist natürlich immer relativ. Die Antenne sucht sich aber auch eine Art Gegengewicht, wie so eine Wippe, müsst ihr euch das vorstellen, wie eine Wippe. Wenn es nicht abgeglichen ist, ist es im Gleichgewicht. Wenn wir jetzt auf einer Seite Resonanz haben, geht natürlich die Seite nach unten und die andere Seite nach oben. In dem Fall bräuchte ich hier eine gescheite Erdung, die habe ich aber nicht, also kriecht die Hochfrequenz zurück über die Schaltung in diesen PLL-Kreis. Und wenn ich Amplitudenmodulation habe und Leistungsänderung, beeinflusst es wiederum hier ein bisschen meine Frequenz. Die PLL versucht natürlich wieder das auszuregeln, kann das auch ausregeln, aber wir haben Frequenzmodulation. Und was haben wir gelernt? Wenn wir ein Radio haben, dem wir bei Frequenzmodulation genau auf die Grundwelle eingestellt haben, verschwindet die Modulation. Wir müssten ihn falsch einstellen, um die sogenannte Flankendemodulation wieder zu haben, dann könnten wir es hören. Wir wollen aber keine FM, denn wir sind ja im Mittelwellenband, da brauchen wir AM. Jetzt gibt es einen einfachen Trick, wie man auch dieses Problem gut beheben kann. Wir nehmen einfach die Erdung und geben sie auf die andere Seite. Jetzt sucht sich die HF hier über Masse ihre Erdung. Jetzt kann ich aber hergehen und kann eine Spule mit einer kleinen Induktivität nehmen und sie wie ein Trafo zu einer Spule zu einer großen Induktivität machen. Dann macht die kleine Spule mit viel Strom ein starkes Magnetfeld und die Spule mit viel Induktivität macht zusammen mit dem Kondensator wieder einen Schwingkreis mit einer hohen Spannung. Wichtig ist, was ihr hier seht, ist, dass die Erdung auf der Spule am Ausgang ist. Das heißt, die Hochfrequenz geht sozusagen von der Schaltung weg, die wird weggezogen und hat dadurch keinen Einfluss mehr auf diese Schaltung und stört nicht mehr. Jetzt baue ich das Ganze mal so um und dann schauen wir uns das mal an. So, Trafo. Ihr seht hier den Trafo und jetzt zeige ich euch noch einen Trick, wie man sowas abgleichen kann. Ja? Wenn ihr einen Sender habt und ihr habt keinen, ja, das ist so, das ist störend, das ist das Tablet hier. Wenn ihr einen Sender habt und ihr habt kein Leistungsmessgerät, sondern nur ein Radio, dann geht ihr her und stellt ein Radio absichtlich etwas neben die Frequenz. Gut wäre es, wenn ihr eine Feldstärkeanzeige habt, wie der hier. So, ist noch zu nah, bisschen weiter weg. So, immer noch zu nah. So, ja, Störungen vom Tablet hört man. Und jetzt nehme ich einen Schraubendreher und stelle den PI-Filter ein, beziehungsweise in dem Fall den Resonanzteil. Ich habe also hier meinen Schraubendreher. So, ich drehe jetzt an dem Drehkurs, schaut mal auf die LED. So, ihr seht jetzt, die LED leuchtet. Ich habe den Drehkurs verstellt und habe jetzt somit den Schwingkreis abgeglichen. Natürlich kann ich jetzt den Radio wieder auf die Originalfrequenz stellen. So, und dann drücke ich mal Play. Okay, also ihr hört schon, es funktioniert. Ich kann also, indem ich diese ganze Hochfrequenz in Anführungszeichen von meiner Schaltung wegbekomme mit so einem Transformator, das kann auch auf einem Ringkern gewickelt sein, dann habe ich dieses Problem nicht mehr, dann habe ich nicht das Problem im PI-Filter. Wenn ihr natürlich einen Quarzsender habt, schaut es anders aus. Aber bei Sendern, wo irgendwie der Oszillator nicht beeinflusst werden sollte, empfiehlt es sich, diese Art von Trafo zu verwenden. Gut, ja, jetzt habe ich Simons PLL-Sender hier ein bisschen modifiziert und ich denke, so haben wir einen netten kleinen Heimsender/Modulator. Okay, danke fürs Zuschauen und beste Grüße, Stefan.